Habe Bullen. Habe Bullen. From 7 Bitcoin. From 7 Bitcoin. Thank you to all. Thank you to all. Plebsi. Plebsi. 21 Odenberg. 21 Odenberg. Lindenhof. Lindenhof. Ja. Ich bin Sven, ich spreche über Bitcoin, die Welt der Kryptowerte und es ist endlich geschafft. Partyzeit, die 100.000 US-Dollar wurden gebrochen. Einige YouTuber wie der Blocktrainer Roman dürfen sich die Haare schneiden. Und ja, auch die 21er-Gruppe in Oldenburg wird Party machen oder hat schon Party gemacht und feiert einfach, dass Bitcoin diesen symbolischen Meilenstein erreicht hat. Wenn du dich mit anderen Bitcoinern zusammensetzen willst, schau gerne mal unten in den Link, da findest du ja Bitcoin-Meetups, meistens einmal monatlich in deiner Nähe, wo du dich mit anderen Bitcoinern austauschen kannst. Und ich habe da schon sehr viel gelernt. Die Frage heute in diesem Video, wann geht Bitcoin auf 1 Million? Eine Zehntelmillion Dollar wurde bereits erreicht. Ja, die Frage ist, wann sehen wir jetzt die 1 Million? Und laut Stock2Flow könnte das schon im nächsten Jahr sein, wenn der Bullrun, wenn diese Stock-to-Flow-Linie bei etwa 500.000 liegt, also Plan B schätzt irgendwas von 250.000 bis 750.000 oder 1 Million. Das ist so seine große, grobe Approximation. Genau weiß das natürlich keiner, aber wir haben noch andere Indikatoren. Wenn wir uns den Rainbow Chart angucken, und wir gehen ganz, ganz, ganz weit und schauen unten hier so in den Bereich, wo Bitcoin quasi hier in diesem blauen Bereich hier unten, ja, auf dem Rainbow Chart unten die unterste Grenze hat, dann sind wir ja ungefähr im Jahr 2037. Ich kann es hier leider nicht weiter. Wir sind jetzt im hellgrünen Bereich oder im dunkelgrünen Bereich, nicht ganz im blauen. Aber hier bei 2037 ist eine gute Hausnummer. Dann haben wir noch das Power Law, auch interessant. Da haben wir hier oben diese violette Grenze, wo sich der Bitcoin-Preis historisch widerspiegelt und unten halt diese rote Grenze. Also die oberste Grenze ist quasi der Zeitpunkt, wo Bitcoin zuerst auf 1 Million gehen kann. Da sind wir hier schon im Juli 2028. Unter 100.000 würden wir dann gar nicht mehr rutschen, auch im Bärenmarkt nicht mehr laut dem Power Law. Und wenn wir hier mal weiter scrollen, wo sind wir hier? Am 27. April 2037, also auch 37, noch 13 Jahre, dann geht Bitcoin nicht mehr unter 1 Million laut dem Power Law. 13 Jahre gehen schneller herum, als einem gewahr ist, als man lieb ist. Naja, und wo stehen wir jetzt gerade? Der Pi Cycle Top Indikator, der, ja, hier gibt es noch lange gar kein Kreuz, also kein Signal, dass wir jetzt gerade in einer Bitcoin-Übertreibung sind. Also der Preis kann durchaus noch weiter steigen und ja, seien wir gespannt, wann wir die 1 Million letztendlich sehen werden und mal gucken, wer sich bis dahin dann nicht mal die Haare schneidet. Also 13 Jahre, ja, spätestens muss man vermutlich ausharren. Genau weiß es natürlich keiner. Vielleicht kann Bitcoin auch, geht gar nicht auf 1 Million oder geht auf Null. Zum Beispiel, wenn ein Meteorit auf die Erde einschlägt und auch wirklich tatsächlich keine das Internet ausfällt und das menschliche Leben komplett beendet wird oder ich weiß es nicht, aber dann hat man andere Probleme. Ja, no financial advice will ich damit sagen, aber es ist schon interessant. 13 Jahre und Bitcoin wird bis dahin laut zweigängigen Approximationen im Langzeittrend die 1 Million Dollar erreichen und frühestens vielleicht schon in
diesem Zyklus 2025. Sehr optimistische Schätzung. Ich glaube persönlich noch nicht daran. Halte aber in einer Übertreibung so Phasen für wie hier für 400 US-Dollar, 400.000 US-Dollar in einer Übertreibungsphase. Das Power-Law gibt es her, ich sage es mal so. Ja, ich sage nicht, dass es garantiert erreicht wird. Wurde es ja hier auch nicht 21. Aber es wäre theoretisch möglich. Und frühestens, ja, realistisch 2028 Übertreibungsphase, das kann ich mir schon vorstellen. Und bis 37, ja, warum denn nicht? Seien wir gespannt. Ja, mehr wollte ich gar nicht heute mit dir teilen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der 100K Party, wenn du eine besuchst. Und vielleicht auch nicht. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall schön, dass wir diesen psychologischen Meilenstein erreicht haben. Was bedeutet das? 100K, das ist eine psychologische Grenze. Es wird mehr in die sozialen Medien eingehen. Es ist klar, dass Bitcoin da ist, um zu bleiben. Wahrscheinlich werden die Retailer jetzt vermehrt aufspringen und viele werden beim Hoch bei, keine Ahnung, Bitcoin 200.000, 300.000 erst einsteigen, wie das in jedem Bullrun so ist. Und dann kommt irgendwann vermutlich auch wieder der Bärenmarkt. Und dann geht es auch wieder runter auf, ja, vielleicht sogar im nächsten Bärenmarkt unter 100.000. Aber bis dahin haben wir noch einige Monate vor uns. Und ja, würde mich nicht wundern, wenn es dann erstmal aufwärts geht und wir tatsächlich dann ein paar überraschende Preisentwicklungen sehen. Vielleicht im April, Mai, vielleicht aber auch langfristig erst im, vielleicht auch erst November, Oktober, November, so um den Dreh herum. Vielleicht sehen wir dann den Spike. Mal schauen. Wird auf jeden Fall spannend. Gut, das wollte ich mit dir teilen. Freue mich über ein Like, freue mich über ein Abo. Mach es gut.